Ja, wir leben heute in dem besten Deutschland, das es jemals gegeben hat. Lassen Sie uns all denen danken, die daran mitgewirkt haben, mitgearbeitet haben. Freuen wir uns gemeinsam daran und vor allem bauen wir darauf für eine gute Zukunft. Hallo, habe gerade das Video gesehen hier von Frau Welz. Sie haben ein Interview mit Alice Weidel gemacht. Und weiß nicht, wie sie darauf kommen, dass Germany First, dass die also auch nie funktionieren kann oder so. Eine Frau sollten wir unser Land vorbringen. So habe ich den Spruch immer verstanden. Und auch diesen anderen von Höcke. Aber wir hören mal rein. Ich spreche mit Alice Weidel. Sie ist die Co-Chefin der AfD. Willkommen hier bei Welt. Hallo, guten Tag. Sie hatten ja schon vor der Wahl erklärt, dass Sie für Donald Trump sind. Was wird sich denn Ihrer Meinung nach nun verbessern in der Welt und für Deutschland? Also zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an den neu gewählten Präsidenten Donald Trump. Ich glaube, das habe ich ja auch eingangs heute Morgen schon gesagt, dass hier nicht das woke Hollywood gewählt hat, sondern die arbeitende Bevölkerung in den USA. Das war ein ganz klares Votum für Donald Trump gegen Massenmigration, gegen Kriminalität und gegen den wirtschaftlichen Niedergang. Donald Trump hat unter anderem auch zum Thema gemacht, gegen die Klimaideologie zu Felde zu ziehen, Gender und vor allen Dingen auch den Krieg in der Ukraine noch vor seiner Vereidigung zu beenden. Er hat natürlich dadurch die Messlatte sehr hoch gesetzt und muss sich eben auch gefallen lassen, daran gemessen zu werden. Aber wir hoffen natürlich auf den neuen Präsidenten Donald Trump, dass er den Krieg in der Ukraine zusammen mit Russland beendet. Ja, also Trump hat ja offen angekündigt, den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden schon zu beenden. Wie glauben Sie, will er das denn anstellen? Ich glaube nicht, dass Donald Trump es schafft, innerhalb des kommenden Tages sich in den Flieger zu setzen und zu Putin zu fliegen. Aber wir erhoffen uns natürlich eine baldige Beilegung dieses schrecklichen Krieges, der völlig sinnlos ist, an dem täglich sinnlos Menschen sterben. Und diesen Krieg kann nur die USA zusammen mit Russland beenden. Sie haben gerade davon gesprochen, dass Trump wirtschaftlich ganz bestimmt die USA nach vorne bringen wird. Aber er sagt ja eben auch America first. Von Zusammenarbeit und Kompromissen hält er nicht besonders viel. Und das ist doch gerade für Deutschland nicht gut. Übrigens, andere Sache, aber zum Thema Trump habe ich letztens von der Frau Baerbock wieder eine nette Versprechung gehört, wenn ich den finde, hänge ich den am Schluss nochmal mit hinten dran. Ja, das wird noch herauszustellen sein. Also erst einmal ist an dem Claim, an dem Narrativ America First nichts falsch. Sobald es dahin geht, dass man andere Länder schädigt, dann muss man darüber nochmal nachdenken und das bewerten. Er hat selbst Strafzölle ins Spiel gebracht und Strafzölle schaden dem freien Handel. Und dementsprechend wird das auch nochmal neu zu bewerten sein, wie er sich in der Handelspolitik verhält. Nichtsdestotrotz hat die EU zum Schaden der deutschen Automobilindustrie Strafzölle gegen China verhängt, gegen das Veto von Deutschland. Und wir sehen jetzt, wie es den deutschen Autobauern geht. Das dürfte auch nur der Anfang sein. Gewinnwarnung, deutliche Gewinnwarnung bei VW, bei Daimler und Audi ist gestern an der Verlustzone vorbeigeschrammt. Das sind alles keine guten Aussichten, die aber maßgeblich hausgemacht sind, warum man nur hoffen kann, dass es Neuwahlen in diesem Land gibt. Genau. Tja, also Sie nennen Trump ein Vorbild, aber Germany first, das kann ja eigentlich nicht so richtig funktionieren. Was genau wollen Sie von Trump? Ja, was soll an Germany first nie funktionieren? Es geht doch darum, unser Land voranzubringen. Und alles für halt, dass bei uns die Wirtschaft wieder funktioniert und was weiß ich, momentan geht ja alles nur noch bergab. Und Germany First ist für mich zum Beispiel
keine Radwege in Peru zu bauen, sondern eher hier mal eine Brücke zu reparieren. Oder statt Gender-Toiletten in Afrika bauen wir halt mal einen Radweg bei uns wieder. Trump kopieren. Ich habe gesagt, dass an dem Claim America First nichts Falsches ist. Und das Vorbild daran ist, dass wir unsere nationalen Interessen und die Interessen der deutschen Bevölkerung endlich wieder an die erste Stelle setzen sollten. Genau. Und das fängt mit einer vernünftigen Energiepolitik an. So habe ich den Spruch auch verstanden. Und auch damals diesen Spruch, wo Flor Höcke verurteilt wurde, damit er möchte eine hohe Strafe zahlen oder sowas. Weil der Spruch angeblich von den Nazis war, wobei der auch von anderen deutschen Zeitschriften und sowas in letzter Zeit öfters mal verwendet wurde und Höcke den mehr oder weniger blöd nachgeplappert hat. An. Das fängt mit einer vernünftigen Steuerpolitik an, Steuern runter und wieder vernünftige Energiepreise für deutsche Unternehmen und für die deutsche Bevölkerung. Und vor allen Dingen die Rücknahme des Verbrennerverbotes. Wir als AfD-Fraktion sind damals schon im Jahr 2018 gegen diese Entscheidung zu Felde gezogen. Und was hier von dieser Regierung, angefangen mit der CDU-Merkel-Regierung, fortgeführt, beschleunigt durch die Ampelregierung, mit diesem Land gemacht wird, das spottet jeder Beschreibung. Und das bezeichne ich als verantwortungslose, völlig unseriöse Politik gegen die deutsche Bevölkerung. Was wir tun müssen, ist für die deutsche Bevölkerung zu arbeiten und dafür Politik zu machen, dass es den Deutschen wieder besser geht. Trump hat ja einen Wahlkampf gemacht mit Lügen, mit Hass und Hetze, wie wir es vorher noch nie gekannt haben. Ist er auch in dieser Hinsicht ein Vorbild für Sie? Wollen Sie künftig den Ton noch verschärfen? Also Sie framen jetzt mich mit Hass und Hetze, also genau diese ganze Rhetorik, die Sie gegen Donald Trump aufgefahren haben. Und da lassen Sie mich ein. Ja, was man heutzutage sagt man irgendwas gegen die Regierung. Ist das Hass und Hetze? Eine Regierung sollte doch damit klarkommen, dass da Kritik kommt. Sagen. Donald Trump hat genau deshalb wegen der Hass und Hetze, wegen der Verächtlichmachung aus dem Ausland von den Mainstream-Medien, hat er diese Wahlen ja auch gewonnen, weil die Leute sich nicht mehr für dumm verkaufen lassen. Dieser ganze woke linke Schwachsinn, der hier auch mit von den Mainstream-Medien gestützt wird, das lassen die Leute nicht mehr mit sich machen. Und vor allen Dingen haben die jungen Leute Donald Trump gewählt. Warum? Weil sie vernünftig ausgebildet werden wollen und nicht mehr diesen ganzen woken linken Gender-Quatsch gelehrt bekommen wollen, sondern echte Zukunftsperspektiven mit einem vernünftigen Bildungssystem. Und genau daran krankt es in der Bundesrepublik Deutschland aus. Ich werde Ihnen sagen, was passiert, wenn die AfD in der Regierung sitzt. Sie wird genau diesen ganzen Gender-Quatsch aus dem Bildungsplan rauswerfen und den jungen Menschen in diesem Land, der arbeitenden Bevölkerung, Perspektiven geben. Das hört sich ja sehr gut an. Ich muss Ihnen aber zumindest insoweit widersprechen, dass Trump mehrmals der Lüge überführt worden ist und sogar rechtskräftig verurteilt worden ist. Auch das mehrmals. Aber kommen wir nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen. Wir hatten gestern Razzien in verschiedenen Orten in Deutschland und in Polen. Dabei sind 8 Rechtsextremisten, mutmaßliche Rechtsextremisten festgenommen worden, die den sächsischen Separatisten. Dass der Trump der Lüge überführt wurde. Ich habe von meinen Eltern immer beschimpft gekriegt, du sollst mir immer das letzte Wort haben. Angehören darunter 3 AfD-Parteimitglieder und einer von ihnen ist sogar ein Lokalpolitiker der AfD. Wie ernst nehmen Sie diese Vorfälle? Welche Konsequenzen ziehen Sie darauf? Was heißt das für Ihre Partei? Aber wissen Sie, die Konsequenzen wurden ja schon gezogen. Also die betreffenden Mitglieder sind bereits aus der AfD entlassen, also rausgeschmissen worden mit dem sofortigen Entzug ihrer Mitgliedsrechte mit Eilantrag. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das, was wir von der DVU auch kennen,
würde ich nicht ausschließen, dass genau solche Organisationen und Leute von dem Verfassungsschutz, von irgendwelchen Agent-Provokateuren von staatlicher Seite reingeschleust wurden, um eben auch mit die AfD zu diskreditieren. Wir haben gezeigt, wir sind handlungsfähig, wir haben mit solchen Menschen überhaupt gar nichts zu tun. Und ich glaube, wir haben andere Probleme in diesem Land. Sagt die AfD-Co-Chefin Alice Weidel. Vielen Dank für dieses Interview. Danke. Gucken wir noch mal schnell, dass ich das Ding von der Baerbock finde. Amerikaner haben gewählt. Donald Trump hat die Wahl gewonnen. Dazu gratulieren wir. Deutschland, Europa und die Vereinigten Staaten sind engste Partner und Verbündete. Dabei ist unsere transatlantische Freundschaft seit jeher nicht auf eine Partei gebucht. Zugleich wünsche ich noch einen schönen Abend. Ciao.